kommen wir heute kurz zu diesem Fahrzeug. Wie ihr seht, haben wir hier einen Golf 7 GTI. Das Fahrzeug ist zu uns gekommen, war bereits schon von einem Mitbewerber schon optimiert, schon gemacht. Kunde war mit DSG nicht ganz so zufrieden, Kunde war mit der Schubabschaltung nicht ganz so zufrieden. Wir haben schon dran gearbeitet, haben Software-Datenstand abgeändert, haben das DSG anders optimiert. Danach war der Kunde soweit zufrieden. Das einzige Thema, wo wir noch mal ran mussten, war an der Schubabschaltung. Das war noch nicht so, wie der Kunde es haben wollte, weil er wollte es doch einfach relativ kurz und nicht so übertrieben. Und das werden wir jetzt mitmachen. Aber der eigentliche Grund, warum das Fahrzeug jetzt noch mal da ist, ist, weil eben die Leistung, die er hatte, nicht genügend war. Und in dem Fall gibt es jetzt ein Turbolader-Upgrade, das heißt, er bekommt diverse Teile verbaut, unter anderem einen Ladeluftkühler, einen anderen Turbolader, um einfach deutlich mehr Leistung generieren zu können. Wir fahren jetzt mit dem Fahrzeug nochmal vorab, bevor der Umbau losgeht. Wir werden vorab ein Video machen, jetzt geschwind eine Runde fahren, ein bisschen Sound, wie es jetzt aktuell gerade ist. Vielleicht noch ein paar Zeiten messen, dass ihr ungefähr einen groben Überblick habt. Und dann würde ich sagen, gibt es noch mal ein Abschlussvideo, wenn der Umbau fertiggestellt ist. Zudem wird es noch ein bisschen Folie geben. Da sind wir uns mit dem Kunden noch nicht ganz einig, was für ein Design. Wird aber kommen. Später auf jeden Fall mehr dazu. Jetzt gehen wir ab ins Fahrzeug. Bis gleich. Ciao. Ja, jetzt, wie eben schon in der Einleitung gemerkt, sind wir unterwegs im Golf 7 GTI. Einfach ein paar Meter fahren, um euch mal ein bisschen so das Feeling und den Eindruck wiederzugeben. Ihr hört es mit der Schubabschaltung ein bisschen zu arg, aber ich hefte auch gleich noch kurz einen Soundfile dran im Stand und während der Fahrt. Aktuell ist eine Downpipe verbaut. Die Motor- und die Getriebesoftware ist angepasst bei dem Fahrzeug. Natürlich Vormax-Aufhebung draußen etc. Das Ganze drumherum. Warum das Auto da ist, wisst ihr. Es werden jetzt diverse Teile abgeändert, weil der Kunde einfach noch mehr Leistung haben möchte. Er war jetzt so mit dem Setup zufrieden, aber sagt, es ist mehr Potenzial da, was auch definitiv der Fall ist. Allerdings bedarf es hier halt ein paar Hardwareänderungen, um das so umzusetzen, dass da nachher der Motor auch standfest ist und die ganzen Bauteile drumherum. In dem Fall ist hier eher der Turbolader das Problem. Das heißt, es muss hier auf jeden Fall ein neuer Turbolader verbaut werden, beziehungsweise ein anderer Turbolader, wo einfach diverse Teile wie Verdichterrad und einfach komplett anders aufgebaut sind. Und das wird hier gemacht. Zur besseren Luftzufuhr bzw. zur kühleren Luftzufuhr wird ein anderer Ladeluftkühler verbaut. Ist einfach die Thematik, dass es einfach natürlich Abhilfe schafft, weil es einfach thermisch doch deutlich besser ist. Beim Golf können wir immer lang streiten. Also bei einem Golf 6R, bei einem Edition 35 sage ich immer, lasst es, ihr braucht es nicht. Die 360, 370 PS gehen auch ohne Ladeluftkühler, ist auch definitiv so. Fahren genügend Fahrzeuge von uns, von Mitbewerbern, die die Leistung auf die Straße bringen, ohne jegliche Zusatzbauteile wie Ladeluftkühler. Muss jeder selber wissen. Beim Golf 7 ist diese thermische Geschichte, Turbolader und so weiter, ein bisschen ein größeres Problem. Golf 6R und so weiter, wie schon gesagt, ohne Probleme. 360, 370 PS und 500 Newtonmeter, gar kein Problem. Beim Golf 7 ist es doch so, dass anfänglich die Thematik mit den Turboladern doch das größere Problem war. Aber darauf wollen wir jetzt hier gar nicht weiter eingehen, weil das auch nicht der Grund ist, warum wir mit dem Auto unterwegs sind, sondern wir wollen einfach ein paar Meter fahren. Ja, DSG ist halt auf jeden Fall super. Wir sind mit dem davorigen Datensatz vom Mitbewerber auch mit dem Fahrzeug gefahren. Es war einfach nicht so harmonisch, es war ruckelig, es hat einfach nicht gepasst. Da waren auch diverse Sachen nicht so sauber bedatet. Das war dann natürlich auch der Grund, warum das Auto so gelaufen ist. Jetzt ist soweit alles gut. Der nächste Step ist der Turbolader raus, Ladeluftkühler raus, anderes Ansaugsystem. Hier in dem Fall wird auch wieder auf eine Venturi zurückgegriffen. Vielleicht folgt noch eine Abgasanlage, das ist aber alles
noch in weiter Ferne, da ist noch nichts gesprochen. Wird man sehen, auf jeden Fall, Darmpep ist ja bereits verbaut. In den nächsten 2-3 Wochen, denke ich mal, geht es alles so seinen Gang. Es wird Prüfstandslauf geben, wenn man mit dem tiefen Fahrzeug auf den Prüfstand kommt, das ist die andere Frage. Gehe ich aber mal stark davon aus. Ja, und dann sehen wir da auf jeden Fall mal weiter. Wenn wir jetzt schon mal in dem GTI sitzen, ich habe es ja in meinem Frage-Antwort-Spiel im gestrigen Video schon gesagt, dass das so mein Favorit ist, so ein Golf, weil einfach doch für relativ wenig Geld und relativ wenig Aufwand gut Leistung zu holen ist, sage ich mal ganz vorsichtig, beziehungsweise bezahlbar Leistung zu holen ist. Natürlich kann man jetzt auch sagen, 335i N54 ist auch bezahlbar und bezahlbar Leistung zu holen. Ja, das ist so. Aber es sind halt die Unterhaltskosten. N54 zum Beispiel, weiß jeder, Turbolader, Hochdruckpumpe, Zündspulen, Zündkerzen und so Kleinigkeiten halt. Und das hat man beim Golf nicht. Zumindest nicht in diesem Maße. Ja. Anfanglich Golf 5, DSG-Probleme, klar, das Thema, das war vorhanden. Aber größere Motorprobleme, Golf 6R Edition, sind mir definitiv nicht bekannt, beziehungsweise auch softwaretechnisch überhaupt gar keine Probleme. Deswegen ist das, ja, ich will fast gar sagen, bedenkenlos. Jetzt will ich aber sagen, machen wir gar nicht lang rum. Ich schmeiße jetzt mal zwei Kameras nach hinten und dann machen wir ein bisschen Soundfile im Stand und während der Fahrt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal hier drinnen. Jetzt würde ich sagen, bis gleich. Wir haben jetzt gerade noch ein paar Zeiten gemessen.
Ich würde aber sagen, die packen wir jetzt nicht in das Video, sondern die packen wir ins nächste Video. Im Vergleich zu Serie haben wir eh schon gemessen. Das war jetzt ja hier mit Software. Das heißt mit dem Datenstand, wie wir es bekommen haben. Und das dritte ist dann mit dem Umbau. Und da würde ich einfach sagen, da macht man ein Einzelvideo, einfach Serie zu nur Software, zu Umbau. Und dann ist, glaube ich, ja deutlich einfacher für euch, das zu erkennen. Ihr habt jetzt gerade das Thema mit der Schubabschaltung gehört. Meistens appliziere ich es in M und S, also beim DSG. Und das 2 Sekunden, das ist in meinen Augen völlig ausreichend. Nicht zu übertrieben. Muss jeder selber wissen, wie er es haben möchte. Es ist natürlich alles möglich. Man kann es beim Schaltgetriebe auch auf den Knopf legen. Wegen mir Klima, ESP-Knopf, was ihr wünscht. Einfach hierzu anfragen, entweder hier in YouTube oder auf der Facebook-Seite, weil unsere Homepage, die ist, wie die meisten wissen, schon seit Jahren, ja, wird die etwas vernachlässigt, weil wir einfach niemanden haben, der sich damit auskennt. Ja, wird man auch noch irgendwann das Laufende bringen, aber das ist gerade nicht die Priorität, sondern Priorität momentan ist, saubere Arbeit zu machen, gesund zu bleiben, nicht zu viel anzunehmen, dass es einfach ordentlich und sauber bleibt. Das war nicht jedes Mal so, deswegen ist das auf jeden Fall mal das Ziel für die kommenden Wochen und Monate. Und deswegen kommt auch in YouTube gerade nicht ganz so viel, weil einfach auch gerade nicht ganz so viel gemacht wird. Und lieber machen wir es richtig und ordentlich und standfest, wie dass wir irgendwas schnell machen und nachher sind die Kunden unzufrieden, da hat keiner was davon, da habe ich nichts davon, da hat der Kunde nichts davon. Ja, deswegen saubere Arbeit. Wenn es länger dauert, soll vorkommen. Manchmal werden Teile falsch geliefert, passt irgendwas nicht, Pakete werden von der Post beschädigt. Ja, ihr wisst ja, wie es ist. Und ja, so war es leider hier auch, sonst wäre man hier wahrscheinlich schon ein deutliches Stück weiter. Aber ich habe das Thema jetzt genutzt, hier das Video zu machen. Und ja, dann sehen wir weiter. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Freitagabend. In dem Fall auch ein schönes Wochenende, weil samstags und sonntags arbeiten wir nicht mehr oder arbeite ich nicht mehr. Habe ich lang genug gemacht. Interessiert jetzt hier wahrscheinlich eigentlich keinen, aber ist auf jeden Fall so, dass man auch mal Zeit für sich braucht und Zeit für die Familie und fürs Kind. Deswegen wünsche ich euch in dem Fall jetzt hier um 21.20 Uhr. 21.16 Uhr, einen schönen Freitagabend und wir sehen uns im nächsten Video. Das nächste Video kann ich euch schon mal sagen, das kommt morgen am Heiligen Samstag. Haben wir heute schon mitgemacht und zwar BMW X3, in dem Fall unser Geschäftswagen. Da gehen wir einfach noch mal kurz auf den Motor ein, 35 Diesel, 313 PS, 3 Liter Biturbo. Ja, einfach ein paar Infos für morgen, dann wisst ihr Bescheid und jetzt wünsche ich einen schönen Abend.